Also ich habe heute bei einer Streikveranstaltung der studentischen Beschäftigten gespielt, die für einen Tarifvertrag, für eine Bezahlung nach Tarifvertrag protestieren, für Gehaltserhöhung. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der Leute prekär beschäftigt werden. Ich möchte den Arbeitskampf unterstützen, weil ich glaube, dass Arbeitskampf, so mühsam und kleinteilig und anstrengend das dann auch ist, ist eben die einzige Art, wie der Kapitalismus gezähmt wird. Und da waren wir schon mal weiter. Da gab es irgendwie in den 70er, 80ern schon mal mehr Arbeitnehmerschutz und mehr Arbeitnehmerrechte und mehr Bezahlung nach Tarifvertrag. Und ja, ich glaube, es gibt viel zu viele Leute, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Und ich fand auch sehr gut, dass bei der Veranstaltung eben die Leute von den Krankenhäusern und von der Bodenabfertigung vom Flughafen und von den Volkshochschulen und von den Musikschullehrern und so, also ganzen verschiedenen Gruppen, die alle im Arbeitskampf sind und sich bemühen, um eine Rückführung sozusagen dieser ausgegliederten Tochtergesellschaften, die dann so die Beschäftigung so prekarisiert haben, dass sie auch da waren und sich mit den studentischen Mitarbeitern solidarisiert haben. Und ich glaube, Solidarität ist was man braucht als Gesellschaft. Und auch wenn ich quasi als Sängerin ja völlig freiberuflich bin und nicht direkt von irgendeiner Art von Tarifvertrag oder Angestelltenverhältnis betroffen, möchte ich mich solidarisieren und das unterstützen. Und wenn ein paar Lieder bei so einer Kundgebung irgendwie dazu führen, dass sich jetzt einer mehr dafür interessiert oder dass die Kundgebung besser ist für die Leute, die teilnehmen an der Veranstaltung, dann mache ich das gerne. Genau, ich war auch mal für ein Semester studentisch Beschäftigte. Und damals war das ganz okay. Damals war es auch ganz okay bezahlt. Das war 2000, genau. Und ich habe aber auch eben sehr günstig zur Miete gewohnt damals für 2,40 plus Nebenkosten pro Quadratmeter. Und die Stadt hat sich verändert, die Kosten haben sich verändert und die Bezahlung muss sich eben auch verändern. Und die Stadt floriert und hat Geld und muss man halt erkämpfen, die Beschäftigten. Ja, ich finde es ein Ärgernis, was jetzt, wenn wir darüber reden, wie sich die Stadt verändert hat und wie sich die Kosten verändert haben, wie der Mietspiegel gemacht wird, ist ja kein Naturgesetz. Das kann man politisch ändern. Und nun war es ein rot-roter Senat, der die Bedingungen so gemacht hat, die den Weg geebnet für diese drastischen Mieterhöhungen in der Stadt. Und das ist halt frustrierend. Das ist frustrierend, weil man denkt, was soll man denn wählen, wenn man mieterfreundliche Politik will und eine linke Politik? Ja, naja, es zeigt einfach, dass Wählen als politische Mitsprache und politische Einflussnahme eben nicht ausreicht. Und es braucht eben anderes Engagement und ja, es braucht Arbeitskampf, ich habe auch die Mieterdemo ein bisschen unterstützt, weil ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema, was die Stadt wirklich umtreibt und dem man politisch beikommen kann. Und noch nicht mal unter jetzt Erzeugung riesiger Kosten für die öffentliche Hand, was jetzt die Regulierung des Wohnungsmarktes angeht, ne? Naja, und dann, wenn davon geredet wird, Berlin könne sich jetzt irgendwie nicht leisten, seine ganzen prekär beschäftigten Mitarbeiter im öffentlichen Dienst vernünftig zu bezahlen und wieder nach Tarifvertrag zu bezahlen. Und dann ärgert es mich umso mehr, wenn ich sehe, wie zum Beispiel der soziale Wohnungsbau verkauft wird und völlig unter Wert und dann irgendwie Immobiliengesellschaften 20.000 Wohnungen kaufen und keine Grunderwerbssteuer zahlen und all diese Dinge, wo der politische Wille da sein müsste, solche Schlupflöcher zu schließen. Und ja, ich glaube, der ganze neoliberale Umbau der Arbeitsverhältnisse, da muss das Rad zurückgedreht werden. Also auch wenn ich weiß, dass man nie das Rad der Zeit zurückdrehen kann, da muss man eben wieder erkämpfen, dass gute Arbeit gut bezahlt wird und gleiche Arbeit gleich bezahlt wird. Und ja. Genau. Also meine Solidarität mit den studentischen Beschäftigten in ihrem Arbeitskampf.